von Nerds. Ja, haben wir uns vorgenommen. Ich habe mich mit Lorenz verabredet, der auch ganz angefixt war, von wegen TV-Rolle für Nerds und so. Wir haben ein bisschen Schlachtplan gemacht, das Gerät abgestimmt, klein und fein. Ich bin ja schon die letzten Tage rumgelaufen um den See, habe mir so ein bisschen angeschaut, wo sind die Kröten, wo ist Laichgeschäft, wie sind die Wassertemperaturen. Heute ist es noch wolkenverhangen, es wird aber später sonnig werden, also auch der Wind wird kommen. Wir müssen die Tour ein bisschen planen in Abhängigkeit vom Wind. Wenn du in die falsche Ecke fährst, dann könntest du auch Pech haben und dann ist der Tag gelaufen. Wenn dann richtig Wind kommt und du bist auf der zugewandten Seite, dann kommst du da fast nicht mehr weg. Also machen wir es heute ein bisschen anders. Und ja, vorgestern war es schon ganz gut. 3 Seeforellen, 3 Hechte. Schauen wir mal, es hat jetzt ein paar Tage geregnet und jetzt kommt wieder eine Schönwetterphase. Ich denke mal, da geht was. Jetzt hole ich Lorenz erstmal in Urfeld ab, sind ein paar Kilometer bis dahin. Dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ja, passt schon. Ja, kein Ding. Ja, klar. Das ist vor der Seeforelle und dann nach der Seeforelle. Verstehst du? So, da sind wir. Attacke. Helmut ist auch da. Los geht's. Seeforelle von Nerds. Teil 1. Auf geht's. Fange ich sie. Das wär's jetzt. Ja, da. Oh, hängst du? Ja, fahr ruhig durch. Vielleicht zwischen. Also, ich geb's vor. Naja, warte. Ich hab's wirklich eingepackt. Ich hab noch den Flugzeug mit diesen. Ja, ist ganz egal. Also, ihr könnt. Ich hab nicht 5 Bier für mich mit. Ich probier's einfach. Müsst ein bisschen. Genau, neues Zeug drauf. Und jetzt gehen wir Richtung Insel. Was meint er? Da ziehen wir sie raus. Jawohl. Jawohl. Schöne Momentaufnahme im Rückspiegel. Ja, mal kurz, mal einfach mal antesten. Mal kurz antesten, weil hier ist für den Wind still. Schauen wir mal, ob ein gescheiter Saibling dabei ist und dann nieder nach der Bucht. Schon Sprachprobleme. Die ist auch ein bisschen schlammiger, oder? Ja, die ist aber seeforellentechnisch, ist die ganz gut. Und dann schauen wir da halt einmal und dann machen wir ein bisschen umeinander. Dann fangen wir es jetzt halt da, die mäßige, oder? Okay, Notruf von M. Meter 30 ist an der Angel. Ich soll schnell kommen. Mal schauen. Das ist ja totaler Schmarrn, sowas zum Drehen, aber ich drill jetzt da seit ungefähr 10 Minuten. Fisch, ich weiß nicht, ist das ein Hecht, ist das ein Seeforellen. Die anderen haben sie natürlich auch aus dem Staub gemacht. Meine Kameraden, die haben das gar nicht mitgekriegt. Schauen wir, vielleicht bringe ich ein bisschen was zusammen. Mit Video, einhändig, gut, dass ich die Rötenfestpumpen habe, das sag's euch.
glaube, das ist er echt. Aber sicher bin ich mir nicht, wenn es dann ist, dann hat der Kies über einen Meter. Das kostet echt Kraft. Und die Schnur läuft auch nicht locker. Oh. Ja, aber das hat ja kein Trommel. Jetzt glaube ich, kommt ein bisschen mehr. Ich bin früher, aber ich habe schon nur gut 20 Meter draußen. Jetzt im Moment ist schon die Monofile herauf. Jetzt zieht er wieder runter, zieht wieder runter, zieht wieder runter, zieht der ab, der hat Kraft wie die Sau. Und wieder vorne rein. Und dann geht er ans Gas schon aus. Oh, jetzt geht er wieder dahin, das merkst du nicht klein, das merkst du nicht klein. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Nur Reiskraft sind 6 Kilo und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, eine Mannschaftsaufnahme, wunderbar. Ein bisschen chillen, der Fisch chillt. Ich will dabei ein bisschen was rausnehmen. Aber wir müssen ein bisschen. Freunde, ich stopp mit dem Filmen. Ich bin dann wieder da, wenn ich ihn heraus habe oder wenn ich ihn verloren habe. Hui, du bist noch dran, hat er gesagt. Ich habe Ärmel. Das ist ein Druck. Warte. Ich komme auf die andere Seite. Ja, ich leck mich doch auf Ärmel. Jetzt habe ich. Okay. Kevin. Lassen aus? Ja, lassen aus. Okay, cool. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn. Auf die Spange. Oh, Spaß dahin, ja, das war, ich hätte gedacht, deswegen ich mach da jetzt so einen riesen Aufstand. Das ist kein kleiner. So. Ich bin ja schon zurückgefahren. Ich bin retour gefahren, weil ich denke, das hängt irgendwo in einem Baum drin. Ja, Wahnsinn. Da ist ein Schlag drauf. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt gebe ich dir einen Strick. Du hältst sie nochmal, dann machen wir jetzt natürlich einen wunderschönen. Leck mich am Ärmel. 1,20 Meter. Wir wollten doch eigentlich Seeforellen. Ja. Ja, könnt ihr eigentlich irgendwas richtig? Ja, so geht der Tag zu Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, mal einfach ein paar Impressionen mitzunehmen. Seeforelle gab es 2 untermaßige, sonst nix. Und naja, der Hecht war natürlich eine tolle Überraschung. Wir durften alle mal halten. Ich hätte gar nicht gedacht, wie schwer so ein 30 Pfund Hecht ist. Meine Herren, also schon ordentlich. War ein schöner Tag. Jetzt geht's nach Hause. Ich sage danke fürs Zuschauen, Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.